Warte mal, dann hole ich mir mal gerade ein Auto. Warum geht denn das nicht? Ah, jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, der Harry steht ja auch noch rum. Okay, der ist gegangen. Gut, dann gehe ich mal kurz. Fahre ich mal kurz zum LU. Dann können wir das mit dem vielleicht vor Ort klären. Was ist denn jetzt los? Wo? Harry? Ja? Jo, was ist los? Ja, gibt's nichts mehr zu kaufen, oder wie? Ich habe gerade einen Termin. Eigentlich wäre gerade schlecht. Oder geht's schnell? Ja. Was brauchst du denn da noch? Ich bräuchte da noch einen Anhänger. Ja, sag mal an welchen. Dann bestell. Für den LKW. Ja. Den Krampe. Ja. Den großen. Den SB30. Ja. Den von Varuna LP oder den anderen? Ja, den von Varuna. Okay. Ach so, jetzt muss ich noch. Da können Sie die Farbe frei wählen. Der kannst du. Ja. Was war's? Mit Breitreifen. Ja. Und die Farbe in Chat-Schwarz. Der Aufbau oder die Felgen? Beides. Chat, beides. Okay. So. Macht 8.3.200. Würde dann nochmal 8.320 Steuer geben. Stadt oder wo? Ja, an die Stadt. Und das gleiche auch nochmal an den Hans-Peter. 8.320. Ja. Das dann im Hans-Peter. Das gleiche auch, ja genau. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich richtig bin. Ja, ich bin richtig. In Chat mit Breitreifen. Gut. Jo. Okay, gut, dann bald. Bis die Tage. Jo, bis die Tage. Ciao. Tschüss. So, jetzt bin ich aber. Muss ich mich mal um mich kümmern, sonst komme ich heute gar nicht mehr vorwärts. Dann hole ich dem nochmal ein bisschen Geld. So, dann fahre ich jetzt mal zum Neumann rüber. Und dann hoffen wir, dass wir das klären können wegen dem Kredit von dem anderen da. Hallo? Hallo, Schneider hier. Hallo, Herr Schneider. Ich habe mal eine Frage, und zwar ist es, also das war jetzt nochmal so eine Frage, ist es rechtlich okay, wenn ich zum Beispiel beim LU oder so einen Kredit aufnehme? Wenn das privat, das, ja klar, wenn das LU Ihnen einen Privatkredit gibt, dann ja, ist das... Weil eben das Problem ist, vollkommen die Bank gibt mir zu wenig. Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Ah, geil. Ja, das ist kein Problem, Herr Schneider, wenn Sie einen Privatkredit kriegen. Ja, aber das muss schon mit Vertrag und so. Ja, das sollte das LU sich natürlich drauf belassen, weil wenn Sie am Ende nicht zurückzahlen, sitzt das LU da.
Passt. Dann, danke. Ist dann meine Anwesenheit noch notwendig oder eher nicht? Jetzt habe ich es eigentlich geklärt. Okay, naja, ich fahr trotzdem mal zur Meldung. Gut, dann tschüss. Bis dann. Erstmal tschüss. Tschüss. So, jetzt können wir Stoff geben hier. Naja, wenn die sich über einen Privatkredit einig werden, dann ist er auch gut. Ich fahr trotzdem mal kurz rüber. Mal gucken, wo der wohnt. Da war ich ja auch noch nicht. Oh, da steht die Polente bei dem auf dem Hof. Was ist denn da los? Ist da überhaupt jemand? Ja, da ist jemand. Habe ich den jetzt ausgemacht? Hallo? Hallo? Hallo. Hier steht noch jemand. Hallo? Hallo? Ja, da müsste mal einer runterkommen. Hallo? Hallo? Ich wollte eigentlich mit dem Chef schwätzen. Ja, der ist gerade weg. Oh, ich habe extra gesagt, ich komme vorbei. Ja, okay. Wieder für die Ohren. Gut, auch einen schicken Hof haben sie hier. Ja, ja. Hat der Neumann mal neu investiert, oder wie? Ja, ja. War auch mal notwendig, glaube ich. Mhm. Okay. Ja, gut, dann bin ich nochmal weg. Jo. Gut, bis dann. Aber warte mal. Achso, nee, das. Mit wem ist der denn weggefahren? Weiß ich jetzt noch nicht. Da war ich gerade noch ein bisschen am Rangieren hinten. Achso. Okay. Dass er weg. Ja, dann sag ich Bescheid, dass er sie nochmal anrufen kann. Jo, das bitte, danke. Tschö. Tschö. Mhm. Bin umsonst hierher gegurkt. Meine Herren. Gut, dann fahre ich jetzt nochmal zum Händler und guck, dass ich mir mal einen Traktor und einen Anhänger kaufe, damit ich dann schon mal runterfahren kann zum Feld, was wir uns holen wollen. Wo geht denn mein Blinker aus? Hier doch. Hallo, Hans. Durch. Die 9800 oder was das waren? Waren es deine? Die was? Das Geld überwiesen vorhin. Oh, stimmt. Da, guck, genau deshalb wollte ich mir nicht selber irgendwas kaufen. Hast du es überwiesen oder? Ich habe gar nichts überwiesen, aber der.
9800. Oder irgendwie sowas. 8300. 8300 oder so, ja. Das war vom Hofer nochmal. Der hat sich noch einen Anhänger gekauft. Den habe ich noch schnell zwischendrin abgefertigt. Aber ich habe den Golf noch nicht bezahlt. Achso, ja. Siehst du, genau deshalb wollte ich nicht. Da kriegst du 3160. Was? Das ist gut. Was ist das Krise? Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Achso. Was habe ich jetzt gesagt? Bist du auch richtig? Ja. 3160, glaube ich. Ja, hier. Gut. Und die Steuer muss ich auch noch zahlen. Gemeinde. Überweisen. Gut. Okay. VW 31200. Gut, ich bräuchte auch noch ein paar Sachen. Kannst du die gerade bestellen? Was? Kannst du mir gerade meine Sachen bestellen? Ja, das kann ich natürlich machen. Ich hätte gern ein Mittelklasse. Mal gerade gucken. Den gechippten 6R John Deere. Also der ganz hinten. Ja. Ja. Motorausführung 6250 R chipped. Ja. Sonst sowas? Auch warte mal, der kann ja noch mehr. Muss ich da mal gucken. So viel, ja. Ja, mit Frontlader. Brauche ich einen Frontlader? Ja, mit Frontlader. Wo ist ein Frontlader? Ja. Ja. Willst du vielleicht noch Farbe ändern? Nö, das passt eigentlich so. Warte mal. Komisch, warte mal, ich muss nochmal machen. Den gechippten. Ohne Hirsch. Ohne Hirsch, ja. Was ist denn? Hauptscheinwerfer. Tagfahrleuchte. Lenkrad mit Knauf. Ohne Knauf, bitte. Nee, wo ist denn das? Und da. Wo ist denn das? Der Hauptscheinwerfer, ja. Ohne Knauf hast du? Also, ohne, ja. Bist du im richtigen Konto überhaupt? Ja. Okay. Und Kennzeichen grün? Kennzeichen, ja. Gut. War's das? Das wär's, ja. Okay, dann schreibe ich mir das auf. Wobei, ich könnte ihn auch gerade kaufen. Ich habe nämlich konfiguriert. Ah, Moment, Telefon. Hallo? Hallo? Jo. Bist du unten bei dem Feld? Nee, du hast gesagt, wenn du losfährst, rufst du an. Ich würde dann losfahren jetzt. Gut, dann fahre ich auch gleich los. Okay? Jo, bis später. Bis später, tschö. So, Hans. Ja. Ich kann den auch kaufen, ich habe den nämlich schon konfiguriert. Was hast du für einen Preis stehen? 235,860. 235? 235.000. Warum? Du hast gesagt, ach, Frontlader, gell? Frontlader. Ja, Frontlader, richtig. Okay, gut, dann 360 hinten. 860. Was? 235,860. Richtig, ja. Dann bestelle ich den gerade. Okay, mach das. Im Moment, hier habe ich die Steuer schon bezahlt. Dann bräuchte ich noch einen Anhänger. Was kriegst du? Da hätte ich gern den Yosken Transpace 8000. Also meiner Meinung nach ist er hässlich, aber ja. Ne, der passt ja perfekt zum Johnny. Ja, den gibt's ja nicht viel. Trelleborg, Michelin. Trelleborg. Gut, das schreibe ich mal.
Willst du den auch kaufen, oder? Jo, mach ich gleich. 35.000. Jo, ich hab's ja auch mit offen hier. Gut, das wär's dann erstmal, weil jetzt muss ich runter zum Jürgen. Rechnest du mir noch aus, was du an Steuern kriegst? Ja, das ist, ich hab mir beides aufgeschrieben, das mache ich. Jo, schreib's mir dann einfach. Ist das der Jürgen oder der Harry? Ne, das ist der Jürgen. Vielleicht nicht. Muss der Jürgen sein. Hans? Jürgen? Ja. Ach, moin. Hi. Ach, du bist auch hier, Lul. Jo, haben wir gerade einen Traktor gekauft. Welchen? Was macht der Harry denn hier? Alter, du hast... Auto hier angeeckt. Jo, also ich würde jetzt runterfahren zum Feld. Ja, dann komm ich mit. Gut, ich fahre aber da hinten mit meinem Johnny. Fährst du mit deinem, dann kannst du mich nachher wieder mit hochnehmen. Jo, mach ich. Gut. Jürgen, hast du später Zeit wegen deiner... Ja, ja. Komm gleich. Ja, wann denn? Ja, wann denn? Hast du denn Zeit? Ja, erst wenn ich beim Volker war. Der Volker war erster. Okay, ja, danach. Jo, danach. Jo.